Abgestürzt, erreiche Mirogana und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Outlaws. Hallöchen! Was guckt ihr mich so komisch an? Sehe ich nicht gut aus? Also bitte, ihr seht komisch aus. Ich habe mich etwas angepasst an die Galaxis. Ich habe mir ein nettes Facepaint rausgesucht und habe mir das wieder ins Gesicht geklatscht. So kennt man mich. Verrückt und schrillig. Ich möchte mich erstmal bedanken für die lieben Grüße, die ihr mir in der ersten Folge dagelassen habt. Lieber Martin, du bist ja noch nicht so überzeugt davon, von dem Ganzen hier. Wir werden gucken, wie es aussieht. Ich finde die Kay tatsächlich ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Bis jetzt. Und lieber Stefan, Grüße zurück in die Schweiz. Ich muss auch sagen, für ein Ubisoft-Game, wie gesagt, überzeugt mich das Spiel bis jetzt. Und endlich mal kein Jedi, den wir spielen. Wir spielen eine Schmugglerin, die sich praktisch aus dem Untergrund kämpfen möchte. Und wir sind das letzte Mal aus Kandobite geflohen. Kurz oder knapp. Und wir sollen jetzt mit dem Gleiter fahren und durch die Wüste und den Planeten unsicher machen. Und würde ich sagen, let's go! Mal gucken, wie ich mich anstelle. Da ist ordentlich Bums hinter! Ja, ordentlich Wumms, genau. Sagte also sie gut. Und dann wir leben noch. Knallte ich wir in die Face. Wir reparieren das Schiff, fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes Ding. Alter. Okay, beschleunigen, nach rechts ausweichen. So. Ich muss erstmal kurz mit der Steuerung klar. was habe ich gesagt? Ja, genau. Nix, du hast nix gesehen. Okay, lassen wir das. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier auf diesem tollen Planeten erwartet. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Au. Was ist hier? Auf felsigem, grasigem Untergrund geht's nicht, oder was? Mein. Wow! Noch mehr Banditen? Ach, kommt schon! Oh nö! Oh Leute! Das ist ja toll! Das sieht nicht gut aus! Oh Mann! Ich habe nichts! Lass mich bremsen? Achso, ich drücke die ganze Zeit Bremsen, ja, dann ist klar, dass ich da nicht. Oh, der Gott, kann das Fahrzeug jetzt mal bitte. Alles gut da hinten, Kumpel? Ich weiß. Was machen wir hier bloß? Frag mich nicht. Wir müssen weg hier aus der Gefahrenzone. Ich höre jetzt schon, wie er mich wieder roastet wegen meiner Fahrkünste. Scheiße. Ja! Diese Banditen sind immer noch hinter mir her. Wie ein Banter fahre ich. Ja. Das ist Pike-Gebiet. Da hängst du sie ab. Und wie soll ich dich nennen? Ich bin Kay. Alles klar, Kay. Du findest Korak oben im Makal. Das ist die beliebteste Kantine in der Stadt. Du kannst sie nicht verfehlen. Stopp. Ich hab Bremsen gedrückt. Weitergehen. Ich drück L2 und die bremst nicht, sondern kracht er gegen die Wand, oder was? Okay. Was ist das hier? Eine Tankstelle? Oh Gott, sind die süß. Hallo! Oh, ich muss ja alle streicheln. Ich habe schon in der ersten Folge gesagt, ich muss jedes Hallo, Tierchen du. Streicheln. Wenn es sich streicheln lässt, heißt es. Okay. Du hast es jetzt auch gefüttert, nicht gestreichelt, Kay. Boah, was ist denn hier für ein Rudel? Hilfe. Kann ich mir den Speeder einfach schnappen? Also es geht ja, wie gesagt, hier darum, dass wir unseren Ruf verbessern. Ich denke mal, wir werden unseren Ruf verbessern, indem wir Aufträge oder Nebenmissionen abschließen. Gehe ich mal davon aus. Und... lauft ihr mir jetzt alle hinterher? Wie süß ist das denn? Oh nein! Jetzt habe ich meine eigene Schar an kleinen Lemurentierchen. Und dafür müssen wir wahrscheinlich etwas für die unterschiedlichen Verbrechersyndikate tun. Ich weiß es nicht. Hier ist ja das Gebiet der Pikes, hat er gerade gesagt. Mal gucken. So. Okay. Ich
Ja, Leute, ich weiß, ich höre euch jetzt schon. Es ist schlimm hier, das zuzugucken. Bam. Guten Tag, Sturmtruppler, schönen Tag. Wow, sieh dir das an. Das muss Mirogana sein. Wow. Okay. Dann wollen wir mal. Sag schon, Baka, was springt für dich dabei raus? Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Logs habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher? Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffe in den Form. Schon gut, schon gut. Ich überleg mir was. Okay. Warum? Alter, was ist denn das für eine Steuerung? Habt ihr auch so eine Probleme? Ich drücke die Tasten, die mir hier vorgegeben werden. Und die ist gerade nicht mit R2 nach vorne gefahren. Dann machen wir mal die Gegend unsicher, gucken wir mal, was hier los ist. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich weiß noch nicht. Stets zu Diensten. Verbesserungen aussehen. Wir können unseren Kleider aufmotzen. Nice. Aber das steht jetzt gerade nicht auf meiner Prioritätenliste. Man sieht sich. Begegne verschiedenen Händlern. Ach so. Okay. Schon wieder irgendeine Sicherheitsschranke? Oh, ich schwöre euch, es ist so warm wie in der Wüste hier in meinem Zimmer. Es ist wirklich... Oh. Ablenken? Willst du das haben, Max? Kalkopyrit. Okay. Datenblock lesen. Okay. Werte Kundschaft, wir haben Ihren Notruf empfangen und schicken einen Pannendienst zu den gemeldeten Koordinaten. Bitte beachten Sie, dass eine Bergung Ihres Gleiters aus dem Brunnen sich vermutlich nicht realisieren lassen wird. Sollten Sie auf ein Premium-Modell hochstufen wollen, können wir ein Ersatzfahrzeug inklusive Fahrstunden zur Verfügung stellen. Pannendienst Büro Ghana. Das ist aber sehr zuvorkommend. Sogar mit Fahrstunden. Durastahl. Oh, Durastahl, wer sich auskennt im Star Wars-Universum, der weiß, dass Durastahl mit eins der härtesten und resistentesten Metalle ist. Und sehr wertvoll. Noch ein Händler? Mit anstehen hier, oder was? Kein Vorbeikommen. Ich sag's euch, hier fliegen die Funken. Guten Tag. Sauber, wenn Sie das meinen. Keine Spur. Kein Bock auf Imperium. Anlehnen. Warum geht sie jetzt so komisch? Werden wir gesucht oder was? Schön unauffällig, Kay, ne? Na gut, ich glaube, wir müssen erstmal da rein, ne? Wir müssen jetzt an den Sturmtruppern vorbei, an der Kontrolle. Der Typ wird mich jetzt aufhalten, ne? Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar. Sicher. Sie sind Thoren Valarionup? Das bin ich. Mhm. Alles klar. Gehen Sie weiter. That was easy. Okay, Kay, wir sind drin. Müssen wir alles angucken. Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. Ja, mal gucken, wie lange das gut geht, meine Liebe. Das wissen wir noch nicht. Hier sind meine Dokumente. Alles in Ordnung? Werden wir sehen.
Ich habe auch schon gehört, wie gesehen, viele bekannte Gesichter hier in dem Spiel. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, hier ist kein Balkon. Mal jetzt mal die Booster aus hier. Ich hoffe, man hat den Ventilator jetzt nicht gehört die ganze Zeit. An einem Ort wie diesem bin ich groß geworden. So, okay. Was ist das hier für eine Spelunke? Du kennst die Regeln. Keine Kredits, kein Sabak. Du schuldest den Pike sowieso schon ein Vermögen. War was? Verdammt, der hat das mitgekriegt, aber der hat hoffentlich nicht die Schlüsse gezogen, dass wir das waren. Kessel Sabak ist eine in der ganzen Galaxis beliebte Sabak-Variante, in der die Spieler ihren Chip-Depot trotz der imperialen Steuer gefüllt halten müssen. Ach du grüne Neune. Wir könnten jetzt natürlich alles verlieren, ne? Ich habe keinen Bock, jetzt das ganze Geld, was wir jetzt uns hart erstohlen haben, verlieren. Ich glaube, da gucke ich mir vorher ein Tutorial an, wie das geht, oder? Ich will da ehrlich gesagt kein Risiko eingehen. Es tut mir leid, dass ich da so ein Schisser bin. Was ist hier? Andehnen. Ich glaube, Mirogana hat wieder neuen Ärger, wenn wir reinstolpern. Ich habe das Gefühl, wir haben immer so ein Glück. Leider benutzen. Hier ist kein Enterhaken, wo wir rübergehen können. Können wir mal hier runter. Also bis jetzt habe ich auch den Eindruck, dass Kay eine sehr sympathische Protagonistin ist. Keine Mary Sue wie Ray, die einfach sofort alles kann und so total unnahbar und unsympathisch ist. Zumindest empfinde ich das so. Mal gucken, wie sich jetzt die Story noch entwickelt, aber im Moment sehr gut umgesetzt. Ich glaube, da kommen wir nicht lang, wa? Oh Gott. Okay. Never mind. Hier sind meine Dokumente. So. Alles in Ordnung? Lydia folgt doch einfach jetzt einen Questmarker. Was ist denn daran so schwer jetzt? Die Zuschauer sind schon wieder durch, glaube ich. So. Okay. Spielautomaten haben wir ja auch. Nice. Es gibt was aufs Maul. Versuch's doch. Wenn das Imperium dich nicht kriegt, dann die Pike-Wachen. Was glaubst du, wer von den Rücksichtsvollen? Wer will aufs Maul? Markar Spielhöhle. Oh. Mit dieser guten Name sollte man sich nicht anlegen, wie ihr merkt. Lass mich rein. Hey, du willst doch bei den Pikes mitmachen. Will ich das? Ich weiß es noch nicht. Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mache dir ein Angebot. Wie viel willst du haben dafür? Sag mir doch erstmal, wie viel du willst. Nee, nicht nötig. Wie du willst. Ich bin hier, wenn du es dir anders überlegst. Ja, ist gut, aber sag mir doch erstmal, wie viel du verlangst. Und sonst nimmt er mir hier gleich 500 Kredits ab. Das war's nämlich für Pleite. Dann guck erst mal aus der Wäsche. Oh, kuschelig sieht's hier aus. Sprich mit dem Bart. Das machen wir sofort. Das sieht schon so gut aus, ne? Leute, ich schwör's euch, wenn ich irgendwann die Zeit wieder dafür habe und das Spiel durch habe, dann mache ich hier Fotos. Ich sag's euch. Das bietet hier so viel Potenzial für gute Szenerien. So ist das die Barkeeperin mit der Musikbox.
Habt ihr auch The Who? Gefällt dir das, Kumpel? The Who. Das ist richtige Mucke. Da hat Kerl mal richtig guten Musikgeschmack bewiesen. So. Ich tröde schon wieder, ne? Es tut mir leid, es gibt ja einfach so viel zu sehen. Anlehnen. Ich will mal nicht anlehnen, ich möchte quatschen hier. Da. Guten Tag. Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Okay, wir brauchen wohl doch die Einladung. Shit. Wie viel will er denn dafür haben? Na, Meinung geändert? Willst du die Einladung in Goraks Gemächer? Muss ich wohl, wa? Ja, das wäre super. 50, okay, oh, perfekt, gut. Danke. Viel Spaß da oben und grüß ihn von mir. Eintrittskarte für Goraks Suite. Finde eine Möglichkeit, Goraks Suite zu betreten. Haben wir ja jetzt geschafft. 50 Kredits geht ja immer noch. So. Also, kann ich jetzt hoch und mit Gorak sprechen? Ich sagte doch schon, nicht ohne Einladung. Ich hab noch eine. Na, zum Glück habe ich das hier. Eine Spezialeinladung. Da hat dich jemand aufs Kreuz gelegt, Kleine. Spezialeinladung. Oh, das war nur ein Test eurer Sicherheit. Gorak wird... Ach, vergiss es. Ich hasse alles. Natürlich hat er das jetzt gespeichert. Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh, der speichert auch automatisch, ne? Ich kann nicht zurück. Leckt mich doch ab. Ich bin einfach zu naiv. Es ist so ein Assi-Spiel. Es ist so ein Assi-Spiel. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, lacht mich ruhig aus. Ich hab's verdient. Scheiß, leck nochmal. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Rhodiumring. Okay. Ist auch nirgends irgendwie jemand, der sehr sympathisch aussieht und mich nicht auf Kreuz legen will. Die Planeten. Martin, du hast recht. Die Planeten, die sehen schon hammer aus. Natürlich ist das jetzt hier nicht die sprießendste, idyllischste Landschaft. Es ist halt viel Wüste, aber ich bin echt gespannt, was Ubisoft hier jetzt wieder vom Brett gelegt hat. Die sind ja eigentlich recht gut, was Open World angeht. Von der Story, das kann ich wie gesagt noch nicht beurteilen. Turbolift. Hey, nur für geladene Gäste. Wie finde ich denn jetzt hier eine Möglichkeit, denn... Gorak muss irgendwo da drin sein. Tora-Schal, sehr schön. Schacht öffnen, wie? Oh, wo sind wir denn jetzt? Neue Schatzposition, Keros Flüsterkneipe. Boah, was? Aber, Kredits. Hacking Kit. Ja gut, Hacking Kit haben wir noch nicht. Nicht schon wieder dieses komische Katzenkamel hier. Halten Sie sich fern. Sie haben es gehört. Weitergehen. Zurücktreten.
Sache des Imperiums. In die Tasche, Nix. Der Neuling soll eine Granate. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Noch eine Granate. Nice. Die Jackets und Quartiere sind in Bestform und bereit für das Rennen. Wetten? Oh nö, ich will. Will ich wetten? Würde ich nicht nein sagen. Sternschnuppe kräftig erschöpft, Energie geladen. Ach du Scheiße. Okay, warte, was soll ich tun? Du kannst Wetten auf dem Quartierrennen von Kanto Byte abschließen. Sieh dir die Teilnehmer genau an, bevor du deinen Kredit setzt. Spannung liegt in der Luft und man kann die Nervosität förmlich. Ja, Spannung liegt in der Luft, da hast du wohl recht. Renngeschichte. Okay. Jeden Moment kann das Rennen beginnen. Insgesamt 11. Was für ein wundervoller Tag in Kanto Byte. Das Who is Who des Planeten fiebert heute auf der Tribüne mit. Ich werde es wieder vermasseln, oder? Gute Quote. Kredit sind Kredit. Für den Neuling des Jahres. Bring dir Glück, Nix. Der von letzter Nacht schwirrt sicher noch in den Köpfen unserer Schöpfer. Lass mich nicht hängen! Hier werden das Training und die Erfahrung deutlich. Man muss es schon faustdick hinter den Ohren haben, um so ein Rennen zu gewinnen. Ist das unser? Da vorne? Abfangjäger siegt! Das war wieder eine große. Ernsthaft? Ich dachte, das wäre gut. Okay, das mit den Wetten und Glücksspielen, das müssen wir echt lassen. Scheiße. Na gut, wir haben das einmal gemacht. Hey, what's dir? Sehr gut. Sehr schön, haben wir den Wetteinsatz, den wir gerade verloren haben, wieder drin. Oh Mann, ey, ich krieg einen Motten. Wo muss ich denn jetzt lang? Was soll ich tun? Müssen wir hier irgendwo lang wahrscheinlich, ne? Ach, kein Arsch. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Hey Nix, der Knopf da drüben. Oh, haben wir es jetzt ausgeschalten? Danke. Okay, wo sollen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir denn hin? Da können wir wieder lang. Okay. Das haben wir ausgeschalten. Und wo geht's jetzt hin? Wir müssen wahrscheinlich jetzt uns hochziehen, genau. Damit wir da auf die andere Seite kommen. Auf die andere Seite! Was ist das heute für eine Aufnahme? Oh. Na, wer sagt's denn? Hey. Oh, warte. Warte, bevor ich da jetzt reingehe, muss ich noch mal kurz zurück, glaube ich. Ich muss noch mal...
Ich muss doch mal zu diesem Ort jetzt einmal hin. Da zu dem Turbolift. Und der muss ja dann wahrscheinlich da zu diesem Gorak führen. Aber ich will. Das Bedienfeld macht immer Probleme. Und wir haben gerade erst den neuen Liftantrieb drin. Hm? Hi. Ärger mit der Technik? Falsch verdrahtet. Das wirkt sich sogar auf den Turbolift aus. Ach ja? Ich kann's mir mal ansehen, wenn du willst. In der Kantine zu Hause habe ich bei sowas auch immer geholfen. Ich kenne dich nicht, also nein. Tja, jetzt schon. Also vielleicht nächstes Mal? Es bleibt bei einem Nein. Okay, es gibt anscheinend mehrere Möglichkeiten, da irgendwie reinzukommen. Moin! Ach, hey, was ist da hinten? Nur große Nummern. Hör mal, Kumpel. Ich bin aus Kanto. Und da bin ich die größte Nummer überhaupt. Hau ab! Man kann es ja mal versuchen, wa? Hä? Alter, wie groß ist denn hier dieses Lokal? Man kann hier eine Ecke nach der anderen absuchen. Und jetzt finde ich wieder die Ecke, wo ich eigentlich hin wollte, nicht mehr wieder. Geil. Drehen wir ihn. Nein! Oh Gott, wollt ihr mich... Okay, das muss irgendwo in der Nähe vom Turbolift sein. Jetzt der Schacht, ne, wo wir da was gehackt haben. Ist ja, das war glaube ich hier, ne? Genau da. Nice, da kommt einer. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Okay. Oh oh. Na, wo pumpen wir jetzt rein? Na gut, dann also auf zu Gorak. Ah, jetzt sind wir im Turbolift. Die Frage ist, geht das jetzt überhaupt? Ja. Ah, jetzt bin ich gespannt. Sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus! Und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich hab genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Der ist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hereinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Oh. Ach, völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Der kleine Schlingel. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danka. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine.
Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Apropos, ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihnen, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Neue Quest, Unterwelt. Willkommen in der Unterwelt. Kays Ruf zeigt, wie sehr ein Syndikat ihr vertraut. Ein guter Ruf öffnet Türen zu Belohnungen und Gelegenheiten, während ein schlechter Ruf sie schließt. Einem Syndikat zu gefallen, kann ein anderes verärgern. Es ist normal, dass Kays Ruf schwankt, wenn sie für wechselnde Partner arbeitet. Wenn sie Aufträge für ein Syndikat durchführt, kann Kay ihre Beziehung zu diesem Syndikat verbessern. Loyalitäten ändern sich, Verrat ist unvermeidlich und eine findige Gesetzlose muss wissen, wie man die Unterwelt zu seinem Vorteil nutzt. Oha! Du Scheiße! Huttenkartell, Crimson Dawn, Jabba, da ist er, da ist Jabba! Ach du Scheiße! Na, nu geht's los, jetzt wird's intensiv, Leute. Pike, Crimson Dawn. Können wir uns jetzt frei entscheiden, oder? Hutten? Bei den Hutten wissen wir, woran wir sind. Aber wir wissen, wie es mit Han Solo ergangen ist, wenn wir uns mit den Hutten einlassen. Crimson Dawn. Wollen wir Crimson Dawn machen? Beschränkte Bereiche. Territorienviertel. Mitglieder des Syndikats schießen, wenn sie Kay sehen. Sie ist den Herrschaftsgebieten des Syndikats nicht willkommen. Wenn sie dort gesehen wird, schmeißt man sie raus. Ein bisschen Arbeitsgelegenheiten. Mitglieder des Syndikats vertrauen Kay ein paar ihrer Aufgaben an, sodass sie die Chance hat, sich zu beweisen. Okay. Und jetzt können wir frei wählen, was infiltriere Goraks Basis. Scheiße. Oh Gott. Da hinten müssen wir hin. Also das könnt ihr mir gerne sagen, wie das jetzt hier am besten ist, wie man gut... Kavis, Goraks Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Okay. Okay. Hallo, Vaka? Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast draufgegangen. Gorak erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Mhm. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen. Was wollte ich sagen, wenn ihr eine Idee habt, auf wen ich eher vertrauen kann, beziehungsweise auf wen ich mich einlassen sollte, die Hutten, die Pikes oder die Crimson Dawns, dann lasst es mich gerne wissen, denn ich bin einfach gerade verloren. Es ist einfach so viel.